Kabinengeflüster. Der Handball-Podcast aus dem Medienhaus Mainich. Präsentiert von Green Monkey. Kabinengeflüster, Folge 38, präsentiert von Green Monkey. Heute eine Folge, auf die ich mich ganz besonders freue. Und zwar mit meinem Athletiktrainer von der HSG Hanau, jetzt auch wieder Kreisläufer vom TV Petterweil, vorher TV Gelnhausen, Björn Pape. Hi Björn. Hi Can, hi, freut mich, dass du hier bist. Geil, dass es geklappt hat für die. Ist ja ein Podcast, die Leute sehen uns nicht, Björn, aber ich muss die Leute mal abholen, wo wir hier gerade aufnehmen, und zwar in deinem Home Gym. Und hier, ich blicke wirklich auf eine Wand. Ein riesiger Björn Pape mit Graffiti-Style. Dein Logo sieht übrigens auch sehr geil aus. Danke sehr. Mit deinem Bart. Also es ist wirklich, also ich glaube, wenn ich hier jeden Tag trainieren könnte, würde ich auch so aussehen wie du. Oh, danke, das Kompliment. Also wirklich mega geil hier, mal was Besonderes hier aufzunehmen. Ja, Björn, wie geht's dir? Bestens. Ja, bisschen müde tatsächlich. Ja. Körper tut ein bisschen weh von gestern. Hatten ja gestern auch Saisonauftakt beim TV Petterweil. Ja, aber ansonsten geht's mir wunderbar. Kann nicht klagen. Schön, aktuell. Schön, Björn. Genau, also da kommen wir auch direkt aufs Thema zu sprechen. Aktuelles, ja, wir haben beide gespielt. Für dich ging es jetzt in die Saison mit dem TV Petterweil. Wir hatten schon unser zweites Saisonspiel mit der HSG. Würde dich ja auch brennend interessieren. Du warst ja, glaube ich, konnte leider nicht da sein. Du warst nicht in der Halle, ne? Leider nicht. Wir hatten Abschlusstraining. Ja, aber ich glaube, mach du doch erstmal den Anfang, weil ich glaube, ich werde ein bisschen ausholen bei unserem Spiel. Da kann ich dir auch eine geile Geschichte erzählen, was da vorgefallen, oder was heißt geil, eine Geschichte erzählen, was vorgefallen ist mit einem Zuschauer von der HSG Rottgau Niederrhoden. Ja, da ist schon wieder ein bisschen ausgeartet. Okay. Fang mal an, wie war es bei dir? Ja, also für uns eigentlich ein ziemlich gelungener Start in die Saison. Wir hatten gestern Ballau Breckenheim gegen uns zu Hause in Petterweil. Und ja, war ein bisschen angespannt, nervös, wussten nicht, was auf uns zukommt, beziehungsweise von den Namen her, na klar, wusste man, wer da aufläuft, beziehungsweise auflaufen sollte. Ja, letztendlich, wir haben gewonnen, 28-24. Herzlichen Glückwunsch. Überraschend, das war ja sehr, sehr cool. Wir haben eigentlich auch, wenn man es wirklich ehrlich sagt, ziemlich dominiert, muss man ehrlich sagen. Wir haben da stark abgeliefert. Ich hatte jetzt nach doch 2 Jahren wieder dann, sag ich mal, hochklassigen Handball, wieder Wettkampfmodus und durfte gestern auch viel Spielzeit bekommen vom Trainer und hat sich gut angefühlt. Und vor allem, wer da auf der Platte stand. Ich meine, da kann ich schon direkt ein paar Namen sagen. Gegen Schermu gespielt, glaube ich, allen bekannt hier in der Handballregion. Gegen Philipp Botzenhardt gespielt, Erik Schäfter gespielt. Genau. Ja, Mann. Und also wirklich krass. Krass, einfach toller Gegner, tolles Wiedersehen und letztendlich die 2 Punkte in Petterweil behalten. Ja. Und das war für uns ein gelungener Start. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Danke. Warum du 2 Jahre Handballpause gemacht hast, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Ja. Genau, bei uns HSG Rottgau Niederrhoden, das Derby, wahrscheinlich somit eins der größten Spiele, die bei uns im Jahr anstehen. Ja, Ausgangssituation, wusstest du ja auch, bei uns war ein bisschen scheiße. Ja. Ne? Auch ohne Rückraum Linken dann eigentlich gespielt, wo dann Vintage Max Bergold wieder dann im Rückraum aufgetaucht ist in der zweiten Halbzeit und der am Ende 14 Tore macht. Wahnsinn. Also, das war wirklich. Das kann er auch, ne? Er kann auch Rückraum spielen. Auf jeden Fall. Und das hat er auch gezeigt, wie der da wieder die Dinger aus dem Rückraum reingefahren hat. Alles gut. Also, die Schulter da krass, da rauskommt. Ne? Ja, also war wirklich mega. Ja, aber am Ende hat es leider nicht gereicht. Wir haben mit 4 Toren verloren, 30-34. Du bist jetzt auch der Erste, mit dem ich über das Spiel rede, weil ich mich bisher noch ein bisschen geweigert habe, so das Ganze so Revue passieren zu lassen, weil ich ja dann auch ziemlich angefressen war, auch mit meiner Leistung einfach nicht, ich meine am Ende 34 Tore kassiert, nicht zufriedenstellend, ne, ich glaube mit der HSG Hanau, okay, haben jetzt mal ausgenommen, da haben wir halt 40 Butzen kassiert, aber ist ja auch ein Bundesliga-Absteiger gewesen im Pokal, aber 34 Tore habe ich erst einmal gefressen mit der HSG, deswegen aber, ja gut, Johannes von der Au war hier auch schon im Podcast, der hat natürlich ein bockstarkes Spiel gemacht. Wir kommen gar nicht so gut, es war eigentlich ausgeglichen am Anfang. Ich hatte aber das Gefühl, da hätten wir schon eigentlich ein bisschen uns absetzen können. Ne? Also ich habe halt, erster Angriff, ich halte den ersten Ball, aber danach keine Hand mehr an den Ball gekriegt. Ne? Also wo ich dann auch eigentlich immer in der Ecke bin, in der richtigen Ecke, aber der Ball, so er geht trotzdem irgendwie immer durch, er flutscht durch, weißt du, ich meine, einmal kriege ich den Ball auf die Innenseite, ne, und anstatt, dass der Ball nach vorne abprallt,
durch meine Beine ins Tor, also mega unglücklich einfach auch ausgesehen. Aber da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ne? Ich glaube, dass du auch noch nicht, also ohne dir zu nahe treten zu wollen, ich glaube noch nicht, dass du bei 100% bist, was deine Form betrifft, was deine körperliche Verfassung betrifft, beziehungsweise, also noch nicht. Also ja, ja, bestimmt. Also das auf jeden Fall, aber ich bin so, gerade weil ich ja letzte Woche gegen Hasloch mir selbst bewiesen habe, okay, du kannst wieder und du bist wieder am Start und du kannst durchaus auch ein Spiel mithelfen zu entscheiden, ja. Genau, und dann halt in so einem Spiel, dann war es dann halt ziemlich, ziemlich unglücklich. Und was ich dir erzählen wollte, genau, also es war relativ enger Spielverlauf. Ich glaube, da stand es unentschieden oder mit einem für Niederroden und die hatten den Marco Rein, den Torhüter, rausgenommen. Und verlieren den Ball vorne, der Ball geht ins Seiten aus beim Paul Hüttmann auf rechts außen, also, und wir wollen halt direkt dagegen. Paul will den Ball holen und dann sitzt ein, ich sag jetzt keinen Namen, du kennst ihn, ich kann den Namen dir nach dem Podcast sagen, Ex-Spieler von Niederhoden, so viel kann ich sagen, und der blockiert den Ball als Zuschauer, ne? Also ist aufgestanden, hat sich vor den Ball gestellt, dass Paul Hüttmann den Ball nicht holen kann. Und ich hinten im Tor, ausgerastet, ja. Und ich habe Sachen gesagt, die tun mir leid und das hätte ich nicht sagen sollen, ne? Aber ich bin geplatzt, ne? Auch frustriert gewesen dann. Klar, die Emotion. Ja. Ja, aber was halt geil war, er kommt dann halt nach dem Spiel zu mir, direkt nach dem Spiel zu mir gekommen und wir haben davor so noch nie miteinander gesprochen, ne? Ja. Aber wir wussten natürlich, wir kannten uns und dann wurde sich direkt die Hand gegeben und ey, nee, sorry, das geht nicht. Und ich auch, ey, sorry, das hätte ich nicht sagen dürfen und so. Und das macht den Handball ja so ein bisschen aus. Macht den Handball aus, oder? Die Emotionen und im Eifer des Gefechts, ich glaube, haben wir auch alle schon Aktionen gehabt oder Situationen gehabt. Ja. Nimmt doch keiner im Übel. Solange man nach dem Spiel dann sich in die Augen schauen kann. Du bist auch ein Spieler, ein Phänomen. Wie schafft man es, auf dem Feld so unsympathisch rüberzukommen und jetzt im echten Leben so ein netter Kerl zu sein, so ein geiler Typ zu sein. Wow, okay, auch da nochmal danke für unsympathisch, das höre ich zum ersten Mal. Dass du auf dem Feld unsympathisch bist? Ja, nicht wirklich. Ah, ja, doch. Ja, ich habe ja nur zweimal gegen dich gespielt mit der HSG Hanau und da bist du, glaube ich, in beiden Spielen mit Rot vom Platz geflogen, weil du dich mit Marc... Ja, genau, das ist auch so ein Name, den ich jetzt auch mal so nennen würde, ne? Also wirklich ist ja, auch, ist ja genauso, ne? Ist ja ähnlich, genau, ja. Ich weiß gar nicht, warum ist das so? Weiß ich. Es ist Spiel, ne? Ich sag mal so, außerhalb, also Handball ist Handball und wenn man außerhalb ist, glaube ich, bin ich ein ganz netter Kerl. Aber ich bin dann schon im Tunnel. Klar. Ja. Unsympathisch war vielleicht auch der falsche Ausdruck. Ne, aber ich bin ja... Also Gebe ich dir recht, du hast gerade den Marc genannt, ich sag dir, wir sind jetzt viele, viele Jahre, bevor ich nochmal mit ihm zusammenarbeiten durfte bei der HSG, glaube ich, war das mit einer der unsympathischsten Menschen genau. in meinen Augen, weil ich ihn einfach auch nicht kannte und da muss ich jetzt auch sagen, jetzt nach den letzten zwei Jahren, wo ich, wie gesagt, ihn kennenlernen durfte oder auch mit ihm arbeiten durfte, da ist man einfach irgendwie in seinem Tunnel oder in seinem Film und ja... Ist auf jeden Fall so. Das war, als ich nach Großweichstätt gekommen bin damals, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, glaube ich, hat der Eisenträger auch gesagt, ey, nach drei Wochen oder so, ich habe eigentlich gedacht, du bist so ein Arschloch, hat er zu mir gesagt. Nicht so, korrekt, danke. Ich glaube, dieses Phänomen kennt jeder, ne? Dieses Phänomen kennt jeder, der dann irgendwie in seiner eigenen Welt ist und das sind alles Idioten und alle, Hauptsache ich, also mein Verein Gegner oder meine Mannschaft. Der Gegner halt, ist schon verrückt. Aber gut, dann würde ich sagen, wir machen mal weiter mit aktuellem. Dein Spiel haben wir durch, mein Spiel. TVG müssen wir hier auch an der Stelle mal erwähnen. Also Groß-Weißstadt, wenn du TVG sagst, wird es wahrscheinlich der TV Gelnhausen sein. Richtig, ja, ich versuche es auch dann nochmal zu sagen. Genau, TV Groß-Weißstadt verliert mit 3 Toren in Coburg. Dann haben wir die Oberliga, TuSpo Obernburg gewinnt mit 10 Toren gegen Absteiger HSG Polheim. Okay, stark. Ziemlich krass, ja. Auf jeden Fall. Kirchzell, das erste Spiel nach dem Abstieg. Hüttenberg 2 mit 10 Toren gewonnen. Hüttenberg 2, glaube ich, auch ein unangenehmer Gegner, glaube ich, oder? Kann ich da noch gar nicht so viel zu sagen. Nee, ich hab schon letztens der Presse auch schon gesagt, ich habe noch nicht so den Überblick, um ehrlich zu sein, in der Oberliga die Mannschaften und welche, klar, hier und da kennt man vereinzelt ein paar Spieler, aber kann da jetzt noch gar nichts genau sagen. Ja. Aber ich meine, mit 10 Toren, stark. Auf jeden Fall. Von Obernburg und auf jetzt von Kirchzell. Genau, und in der Landesliga haben wir dann noch TuSpo 2 gewinnt mit 4 Toren gegen Griesheim, auch Oberliga-Absteiger und HSG Aschaftal
trainiert von Heiko Karrer, das erste Spiel in der Landesliga als Aufsteiger gewonnen, direkt mit 5 Toren gegen Niederroden 2. Gut, das war's erstmal von dem, was so abgeht. Aber sonst, die deutschen Basketballer, verfolgst du Basketball? Wenig. Aber jetzt sind unfassbar stark ins WM-Finale eingezogen, sau krass gegen die US-Amerikaner gewonnen. Ja, 113 zu 111. Ja, genau, ganz knapp, ja. Aber das war mal richtig geil, weil ich komme da jetzt drauf, weil gestern Abend habe ich nur durchs Handy gescrollt und sehe auf einmal, die deutschen Fußballer haben ja gespielt, ne? Ja. Die Euphorie gar nicht mehr so da und verlieren 4-1 gegen Japan. Ey. Ja, aber trotzdem wieder schade. Ich meine, das ist auch eine Diskussion, da kann man wahrscheinlich auch viele Podcast-Folgen drüber drehen. Ja. Kriegen nicht so viele mit, ne? Also ich meine, klar, ist ein gewisser Hype, ne? Die sich in der Szene bewegen, aber ich meine, jetzt, glaube ich, ist heute das Finalspiel, wird, glaube ich, im Free-TV übertragen. Yes, geil. Und die letzten waren, glaube ich, alle, sag ich mal, im Pay-TV. Ja. Ne? Ja, deswegen, aber Hammer. Hammer Teamleistung, ne? Muss man richtig schon sagen. Also crazy. Natürlich verfolge ich so ein bisschen Interviews und lese das, aber Spiele schauen. Ja. Ist weniger. Ist schwierig. Ja, gut, wenn du NBA schauen willst, Alter, sich jedes Mal in der Nacht irgendwie einen Wecker stellen, ist ja auch. Ja, das ist mit einem kleinen Kind etwas schwierig. Das ist mit einem kleinen Kind. Muss man jeden Schlaf mitnehmen, den man kriegen kann. Ja, dann kommen wir jetzt aber auch mal auf dich zu sprechen. Und erstmal, so wie ich es mit jedem Gast mache, stell dich doch einfach mal für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich doch einfach mal selbst vor, Björn. Ja, gut. Mein Name ist Björn Pape, 34 Jahre alt. Und ja, ehemaliger Handballer, sag ich mal, hier aus der Region. Ich habe viele Jahre für den TV Gelnhausen spielen dürfen, da auch einige Jahre dann in der dritten Liga auflaufen dürfen. Und habe 2021 eigentlich meine aktive Laufbahn, nenne ich es mal, beendet. Aus verschiedenen Gründen, ja, eigentlich aus 2 Gründen. Familiär, wir sind schwanger geworden. Dementsprechend wollte ich auch nicht mehr diese Zeit investieren, wollte meine Frau unterstützen. Dazu kam noch so ein bisschen die Nachwirkung von Corona, die, glaube ich, auch einige getroffen hat. Habe ich mich beruflich umorientiert oder musste auf gewisse Situationen reagieren und da haben sich natürlich auch für mich Möglichkeiten ergeben, die habe ich genutzt und dementsprechend dann musste ich einfach auch in einem gewissen Alter Entscheidungen treffen und ich habe viele Jahre für den Handball gelebt, so wie du oder so viele, wie viele junge ambitionierte Sportler bei uns hier in der Region, die da, ja, sag ich mal, an erster Stelle den Handball haben, das habe ich auch jahrelang so gelebt, aber irgendwann kommt schon der Punkt, da muss man ein bisschen drüber nachdenken, ne, wenn man dann auch ja an die nächsten Schritte geht, Eigentum und oder was weiß ich, Familienplanung etc. Ja, genau, und da habe ich 2021 meine aktive Laufbahn beendet. Dann tatsächlich auch nochmal beruflich ein bisschen umorientiert. Ich wollte meinen Horizont erweitern. Ich bin ja jetzt mittlerweile selbstständiger Athletik- und Personal Trainer und habe dann tatsächlich dann auch, was dann auch ein bisschen erstmal für Unruhe gesorgt hat, sage ich mal, meinem Heimatverein, dem TV Gelnhausen, den Rücken gekehrt, so möchte ich mal nennen, und habe bei der HSG Hanau als Athletiktrainer angefangen. Und ja, da bin ich tatsächlich jetzt auch schon mal in der dritten Saison, was mich beruflich unheimlich weitergebracht hat, menschlich weitergebracht hat, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, eingangs, HSG Hanau war tatsächlich viele Jahre, muss ich ehrlich so sagen, ein rotes Tuch. Ich erinnere mich an ein Spiel, wo ich nach 5,5 Minuten rot bekommen habe, weil, ja, kennt jeder, Strohl, Pillmann, Pape geraten aneinander. Ja, Pape fliegt runter, 10 Minuten später fliegt Strohl runter und genau. Deswegen ein sehr rotes Tuch, was da vielleicht, ja. Das war übrigens meine erste Begegnung mit dir, also da habe ich dich ja das erste Mal gesehen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, unsympathisch. Ja, es tut mir jetzt schon wieder leid, weil unsympathisch ist dann, glaube ich, das falsche Wort. Nee, ach, du hast recht, ich meine, die Halle war voll und da war, ich weiß ja nicht, was da los war. Da war ich noch, sag ich mal, jung, dumm und naiv und wie gesagt, in meiner eigenen Welt, in meinem eigenen Film. Ja. Und, aber ja, das ist Vergangenheit und ja, jetzt im dritten Jahr bei der HSG Hanau als Athletiktrainer, da habe ich die erste Mannschaft unterstützen und die A-Jugend und ja, auch da ja, Erfahrung gesammelt und mich weiterentwickelt, was den athletischen Bereich betrifft. Ja, das ist aktuell der Stand. Dazu noch Personal Training, du hast vorhin erwähnt, wir sitzen hier nicht nur in meinem Home-Gym, sondern eigentlich auch in meinem kleinen, also Büro. PT-Gym, genau, ist mein Büro tatsächlich. Mhm. Hier arbeite ich unter der Woche und darf doch einige tolle Kunden betreuen und ja, das ist aktuell Björn Pape, ja. Und der ist irgendwie angefangen, hat man davon auch schon mal gesehen, nach 2 Jahren Pause. Jetzt haben die Fingerspitzen wieder gekitzelt, ja. Tatsächlich, ja, unerwartet, auch unerwartet, das kam sehr plötzlich. Ich hatte eigentlich nicht vor zu spielen, natürlich habe ich weiter trainiert und habe das natürlich ein bisschen verfolgt, klar mit euch, habe euch das alles gesehen, aber es war gar nicht so das Feuer da, aber jetzt nach 1,5 Jahren, wo dann der Kleine auch etwas größer wird, und wir als Eltern natürlich auch Vorbildfunktionen sind oder Vorbilder, da war kam so in einem Moment, wo ich gesagt habe, ey, du musst wieder Handball spielen, dein Kleiner muss dich im Trikot Handball spielen sehen. Ja.
mit allen Attributen, sag ich mal, mit vielleicht dem etwas unsympathischen Auftreten, aber mit diesem Fair, ja, die ganzen Attribute, ne, die uns Sportler ausmachen, ne, Fairness, ja, ja, oder Fair Play und Ehrgeiz und Emotionen. Und da war dann für mich wirklich schnell klar, du musst wieder Handball spielen und ich möchte auch wieder Handball spielen, um meinem Kleinen zu zeigen, hey, das ist dein Vater, der läuft da noch rum und bringt ja, das Mann. Auf die Platte. Und ja, long story short, kam dann irgendwann nochmal, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, der Anruf von Petterweil. Und da gab es tolle Gespräche und natürlich musst du auch schauen, wo passt es rein. Ne? Als Selbstständiger, hast du wahrscheinlich auch schon oft gehört, selbst und ständig, musst du natürlich auch schauen, dass es einfach reinpasst. Ich meine, du trainierst in Hanau auch jeden Tag, sehr ambitioniert, sehr professionell, strukturiert. In Gelnhausen ist es ähnlich, auch mit einem hohen Trainingsaufwand verbunden gewesen. Und es passt jetzt nicht mehr. Und jetzt hat sich Petterweil da super angeboten, was die Flexibilität betrifft, mit Familie oder auch beruflich. Und natürlich die Lukrativität mit dem Harz. Mhm. Das ist jetzt die Oberliga geharzt wird. Ich glaube, du kennst die Oberliga. Du als Kreisläufer natürlich auch. Also muss. Wahrscheinlich die Position, wo es noch am wichtigsten ist. Ne? Da spreche ich, glaube ich, mit allen Kreisläufern aus dem Herz, wenn ich sage, so ein One-Hand-Catch, das ist halt immer eine ganz andere Qualität, wenn du mit dem anderen Arm ein bisschen arbeiten kannst und dann nicht dich irgendwie drauf konzentrieren musst. Oh mein Gott, jetzt kommt der Pass, jetzt muss ich mit zwei Händen da irgendwie. Mhm. Das ist. Und auch die Leute, die Gegner sind natürlich, ich meine... Die Oberliga ist stark, ist stark. Die ganzen Namen, die da jetzt auftauchen, ob es in Münster ist, Wallau vorhin schon angedeutet und Bürgel, das sind schon, ist schon Qualität. TSG. Du kennst die Oberliga vielleicht auch noch anders, aber da warst du noch ein bisschen jünger. Aber die Oberliga, ich meine, dadurch, dass mein Heimatverein ja auch ein paar Jahre lang in Babenhausen auch in der Oberliga vertreten war, habe ich da schon auch viele Spiele gesehen. Eigentlich, also ich kenne fast alle Gegner. Ja. So, aber wahrscheinlich bist du besser informiert als ich wahrscheinlich. Also was heißt kennen? Also Man verfolgt es ja schon ein bisschen. Ne? Und dadurch, dass ich eben halt den Podcast hier habe und auch immer wieder dann Leute aus verschiedenen Vereinen, aus der Oberliga, Landesliga und so, da kriegst du halt immer, hörst du immer Geschichten und weißt, wie es da so aussieht und so. Ne? Also, aber TSG Münster auf jeden Fall absolut crazy, was da abgeht. Wer da jetzt aufläuft mittlerweile. Also Patrick Weber ist, glaube ich, da. Genau. Jonas Ulzhöfer, Ex-Bruchköbler-Spieler, ist ja jetzt in Eisenach auch gewesen. Von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen. Und der hat dann auch einfach mal Johannes Jepsen, also wer ihn nicht kennt, der hat in Flensburg gespielt, jetzt in Eisenach gespielt, in Lübeck gespielt. Genau, ist mit Lübeck in die erste Liga aufgestiegen, ist dann aus Lübeck nach Eisenach, ist mit Eisenach in die erste Liga aufgestiegen. Ne? Der ist 2000 geboren. Der hat eine Vita wie, keine Ahnung, als würde er schon 15 Jahre Handball spielen. Ja. Hat jetzt aber gesagt, der tritt mit dem Handball etwas kürzer, wegen einem Medizinstudium. Habe ich gelesen, Richtig crazy, finde ich auch voll geil. Absolut, auch eine gute Entscheidung, auch für die Karriere. Ja. Aber trotzdem dann für die Oberliga macht es halt dann nochmal auch viel interessanter. Oder ich meine, wenn so Leute auflaufen, die Namen, die du gerade genannt hast, Wahnsinn. Auf jeden Fall. Also, das Ergebnis spricht auch noch für Münster. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. 46-20. Tatsächlich nicht. Okay, gegen wen? Aufsteiger, großen Lüder. Oh, aua. 46-20. Auch schon ein Statement, ne? 46-20. Vor allem erstes Saisonspiel ist immer eklig. Ne? Du hast es jetzt selbst wieder mitbekommen. Du weißt nicht, wo du stehst. Absolut. Also, ist so. Vorbereitung ist immer was ganz anderes. Ne? Und wenn du dann doch dann den Wettkampf hast, ist was anderes. Ist auf jeden Fall. Deswegen letzte Woche bei uns in Hasloch, das war ja auch, wo wir da erste Halbzeit mit 7 Toren hinten lagen, da habe ich gedacht, ach du Scheiße, okay. Und alle Vorzeichen auch gegen euch. Ne? Ja. Vollsperrung, Stunde später, 21:15 angepfiffen. 21:15. Noch nie erlebt sowas, dass ich mich im Bus umziehen musste, tapen lassen musste. Also die Ann-Kathrin, also unsere Physiotherapeutin, für die es jetzt nicht wissen, die ist durch den Bus gerannt, hier noch einen Fuß getaped, da den Daumen getaped, da das. Und Ann-Kathrin hat so ein Ibu und die ist durch den Bus gerannt. Das war... Ja, bringt sich auch den Rhythmus. Jeder hat ja auch seine Abläufe da. Ne? Ja. Auch durcheinander. Genau, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Wir sind abgeschweift, ja. Aber das ist ja, genau das ist ja cool. Aber was mich persönlich auch einfach interessiert, erklär doch mal bitte deinen so... Wie sieht so eine Woche für dich aus als Athletiktrainer, Personal Coach, dein Alltag? Fühl mich da mal so ein bisschen durch. Ja, also an sich sieht meine Woche sehr, sehr gut aus, muss ich erstmal sagen. Also ich hab, wie ist es strukturiert? Also sozusagen dreigleisig, ne? Ich habe meine Personal Trainingskunden, so, die sind alle im Alter zwischen 40 und 75, ne? Das ist so die Altersgruppe, die ich helfen darf, oder denen ich helfen darf, einfach, dass ich wohler zu fühlen, so ein klassischer Fitnesskunde, Wohlbefinden, ne? Ich möchte ein bisschen was abnehmen, ich möchte Rückenschmerzen loswerden oder ich habe schon irgendwelche Vorerkrankungen, habe eine künstliche Hüfte und
Genau, also so sag ich mal, diese Stereotypen, denen verhelfe ich einfach zu einem besseren Wohlbefinden, den Alltag besser zu meistern, sich ja, einfach wohlzufühlen. Das ist so, sag ich mal, so ein bis zwei Drittel, sag ich mal, meiner Wochenarbeitszeit. Dann kommt die HSG Hanau, die natürlich auch noch Zeit in Anspruch nimmt, weil ich in Präsenz natürlich die erste Männermannschaft und die A-Jugend betreue, also im Präsenztraining. Und dazu natürlich auch, da gehört natürlich ein bisschen Planung oder wie jetzt in deinem Fall, ne, die dann auch nach einer Erkrankung oder nach einer Verletzung zurückkommen, dass man da ein bisschen individueller auf die Spieler eingehen muss. Sprich Planung, Bürozeit, das kommt natürlich auch noch ein bisschen mit rein. Und dann unterrichte ich noch an einer privaten Hochschule im Bereich Fitness, also Auszubildende. Und das ist aber ja relativ moderater Zeitaufwand. Und ansonsten darf ich glücklicherweise auch einige Zeit mit meiner Familie oder mit meinem Kleinen vor allem verbringen, weil meine Frau jetzt auch wieder voll im Beruf eingestiegen ist. Die spielt auch Handball, ne? Nicht mehr tatsächlich, nicht mehr. Die hat jetzt aufgrund, sag ich mal, meines Comebacks, sag ich mal, sich erstmal hinten dran gestellt, okay. Weil, ja, du weißt, wow, wie es ist, ne? Das Zeitmanagement als junge Familie und dann noch beide voll berufstätig. Natürlich gibt es dann tolle Einrichtungen wie unsere Kita, wo man natürlich den Kleinen jetzt auch nicht zu lange da sein oder da haben möchte. Und deswegen hat die jetzt erstmal aufgehört, fängt jetzt auch wieder in den Beruf ein, reinzukommen. Und ja, und so von der zeitlichen Struktur, was soll ich sagen, PT-Kunden sind natürlich dann oft auch nachmittags, ne? Man arbeitet so ein bisschen azyklisch. Meine Frau, die Vanessa, ist morgens in der Schule. Und wenn sie dann nach Hause kommt, Bruno, ne, das spielt dann alles so ein. Ich arbeite dann mehr in den Abendstunden. Ja, genau. Ja. Alter, wirklich, was für ein Zeitaufwand dort. Alleine, wenn du dann bei uns erst die erste Mannschaft machst, dann die A-Jugend. Und jetzt kommt ja auch noch dazu, dass du wieder selbst Handball spielst. Also ich glaube, langweilig wird dir erstmal nicht jetzt. Absolut nicht, nee, tatsächlich nicht. Also langweilig wird mir nicht, aber ich mag das sehr. Also Vanessa und ich, wir sind auch schon sehr, sehr lange zusammen. Wir kennen das so, wir sind sehr strukturiert oder haben einen sehr strukturierten Alltag. Vielleicht zu was unsere Freunde vielleicht nicht mal ganz so gut finden, weil wir einfach den Handball natürlich auch lieben. Das heißt, wenn wir auch Freizeit haben, dann gucken wir natürlich auch, dass wir bei befreundeten Leuten oder also vor allem auch HSG Hanau dann in die Halle kommen, das versuchen anzuschauen. Wir kennen es nicht anders, wir sind auch jetzt 14 Jahre zusammen und wir mögen diesen Lebensstil, der ist für uns passend. Heimkinder, ja, genau. Auf jeden Fall. Genau, und wenn wir jetzt, vorhin haben wir ja gesagt, wir kommen auf jeden Fall nochmal auf TV Gelnhausen zu sprechen, das machen wir jetzt. Ja. Hast du bisher nur für den TV Gelnhausen vorher gespielt oder, weil du hast vorhin Heimatverein gesagt? Ja, ich sag Heimatverein, ich will jetzt da natürlich jetzt mein Jugendverein jetzt da nicht bashen oder sowas, aber ich habe für den HC Limeshain habe ich angefangen Handball zu spielen. Das ist Limeshain, das ist kurz vor der Wetterau oder in der Wetterau, da wo ich groß geworden bin, und da habe ich Handball spielen gelernt, sag ich mal, oder habe angefangen in die Halle zu gehen. Und hat auch eine tolle Zeit, tolle Jugend eigentlich, tolle Freunde kennengelernt, und dann irgendwann kam der Punkt, wo du gemerkt hast, ich bin jetzt kein Riesentalent, das muss man auch klar so unterstreichen, aber irgendwie möchte ich gerne mal versuchen, ein bisschen anspruchsvoller Handball zu spielen. Und dann bin ich 2006 mit 17 bin ich nach Gelnhausen gewechselt in die A-Jugend, und ja, eine ganz andere Welt. Ich meine, du hast, glaube ich, eine Jugend bei, also bist dann zu in der Hanau gekommen, in der B-Jugend. Und wenn man dann solche Vereine wie Hanau oder Gelnhausen kennt, ne, wo die Jugendarbeit schon sehr strukturiert, professionell ist, war natürlich für mich damals eine ganz andere Welt. Aber ich habe sie geliebt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich zu 100% damit identifiziert und viele tolle Trainer gehabt, die mich da gefordert, gefördert haben, aber natürlich auch gewisse Sachen impliziert haben, ne? Disziplin, Trainingsfleiß, und das sind so Sachen, die mich sehr ausgemacht haben früher als Jugendlicher. Ja, weil ich, wie gesagt, kein Talent, ne? Ich konnte gerade auslaufen vielleicht. Es gibt andere. Ja gut, das klingt jetzt, als hättest du überhaupt gar kein Talent gehabt. Aber du. Ja, ich sag mal so, wenn ich jetzt so A-Jugend-Bundesliga-Spieler oder damals der Jahrgang 90 hier oder Jahrgang 89, Steinheim, wer da waren also Hessen-Auswahl und Bezirksauswahl, das war alles für mich gar keine Option, weil ich es nicht konnte oder nicht gut genug war, aber bin dann über die Jahre einfach über Hard Work tatsächlich, ja. Ich war mit 18, 19, 20, glaube ich, noch, als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich 80 Kilo gewogen. Ne? Da hatte ich Konfektionsgröße M. Kein Scherz, also die mich so lange schon kennen, crazy, und die es zuhören, wissen, dass ich da schon ein halbes Hemd war.
Und dann natürlich festgestellt, alles klar, die Physis gehört auch dazu. Kraftraum kennengelernt und dann natürlich. Aber schon Kreisläufer gewesen damals, ja, auch mit 80 Kilo schon. Immer Kreisläufer, ich konnte nichts anderes. Also Spielverständnis ist da relativ eingeschränkt, sage ich mal. Ja, und dann hat er den Kraftraum kennengelernt, die Langhantel kennengelernt, schätzen gelernt, lieben gelernt. Dann natürlich auch ein paar gute Kilos draufgepackt. Mhm. Und dann kamen dann auch die richtigen Förderer, die richtigen Trainer, Spielzeit, irgendwann die Mentalität, die Psyche, das Vertrauen, hast gemerkt, du hast Power. Und dann, von der tatsächlich dritten Mannschaft in Gelnhausen, dritte Mannschaft, auch tolle Leute da als Mitspieler gehabt. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil ich will auch keinen vergessen, aber dritte Mannschaft, ganz klassisch, zweite Mannschaft. Krass. Da möchte ich auch sagen, tolle Alter. Trainer gehabt. Marc Stallmann, Damir Hundur, kennt man in der Handballregion auch, die mich da sehr gut gefördert haben. Und dann tatsächlich nach dem Abstieg der ersten Mannschaft aus der Regionalliga, wo es an die Oberliga gekommen ist, kam dann ein neuer Trainer, Andreas Kallmann, bin ich in die erste Mannschaft gekommen und dann hat es so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Also ey, krass, aus der dritten hochgearbeitet in die erste. Ey, krasse Story, das wusste ich gar nicht. Ja, tatsächlich. Ja. Okay, ja, mega, ey. Und dann 14 Jahre lang? Wie lange hast du jetzt für Gelnhausen tatsächlich gespielt? Tatsächlich 15 Jahre für Gelnhausen gespielt. Aha. Vertragsspieler gewesen dann, also mein Vertragsspieler, soll ich gar nicht so abgehoben klingen, aber ich habe meinen ersten Perspektivspielervertrag dann mit 2008 bekommen, also war 13 Jahre dann ein Vertragsspieler bei Gelnhausen. Wow. Und ja, ich sage immer so ein richtiger erste Mannschaftsspieler war dann so 2012, 2013, wo ich mich auch richtig angekommen habe, gefühlt und dann auch meine Leistung dazu beitragen konnte. Und dann tatsächlich... Zwei Aufstiege mitgemacht, oder? Oder nur ein Aufstieg? Zweite Mannschaft ich bin mit der zweiten Mannschaft tatsächlich in der Dorner Halle damals aufgestiegen, von der Bezirksoberliga in die Landesliga. Ja. Das war allerdings das Abstiegsjahr damals von der ersten Mannschaft. Aus der Regionalliga Oberliga. Genau, richtig. Dann gab es natürlich da auch einen Umschwung, sage ich mal, einen Umbruch für die junge Spieler. Und dann sind wir 2014, 2015, das war die Saison... Da habt ihr auch in Babenhausen gespielt, erinnere ich mich. Julian Lahme schon im Tor gewesen. Ich erinnere mich genau dran. Da hat nämlich mein Dad noch gesagt, hier, guck mal, der hat mal in Groß-Wallstedt gespielt. Das weiß ich nicht. Das war auch Oberliga. Safe, da kann ich mich dran erinnern. 14, 15. Ja. Bin ich mir nicht mehr sicher. Ob es 14, 15 war, keine Ahnung. Aber ich habe euch auf jeden Fall einmal spielen sehen in Babenhausen. Da weiß ich noch, war ich auch noch ein bisschen jünger. Ja, erinnere ich mich auf jeden Fall dran. Aber davor, auch vielleicht noch mal ganz, hatte ich auch noch mal ein Jahr... Handballpause. Ich war ja ein Jahr beruflich in den USA. Ah, krass, so wusste ich auch nicht. Also habe ich auch ausgesetzt. Aha. Genau. Und dann bin ich auch zurückgekommen und dann sind wir aufgestiegen. Ja. Und dann sind wir aufgestiegen in die dritte Liga. Handballpausen ist auch das Thema, was wir jetzt ansprechen werden. Ja. Habe ich ja hinter mir, hast du hinter dir. Gut, ich war jetzt 5 Monate raus und wir zwei, wenn wir uns sehen, unterhalten uns wahrscheinlich gerade immer über den gleichen Scheiß, weil ich ungeduldig bin und du sagst, ey, stay calm, das ist ganz normal. Ich wusste ja schon, dass es schwierig wird oder nicht so einfach wird wieder und dass ich Zeit brauche, um wieder reinzukommen. Aber dass es sich wirklich so, jetzt mittlerweile, wie gesagt, geht's ja schon wieder, ne? Aber die ersten 2 Wochen, dass es sich wirklich so anfühlt, als hätte ich noch nie in meinem Leben im Tor gestanden, weißt du? Ja. Ist mega krass gewesen, wie schwer das war, ja. Glaube ich dir. Also so wie man dich auch dann im Training gesehen hat, ne? Du hast ja auch einen sehr hohen Anspruch an dich. Ich meine, du bist durch und durch Profi und da aus Athletiktrainer-Sicht, schräg auch mit der Reha, mit dem Reha-Background, der Körper, ich meine, war 5 Monate raus, ne? Und dann die es jetzt auch hören, die aus dem Bereich kommen, die wissen auch jetzt nicht nur deine Hand-Augen-Koordination oder dein Herz-Kreislauf-System, was da sehr runtergefahren ist aufgrund deiner Erkrankung, natürlich anderen Strukturen, auch muskulär, ne? Also es war ja 5 Monate gar nichts. Gar das nichts. Ist ja der Unterschied zu anderen Verletzungen dann auch, ja. Und da kommt halt die ganz große Schwierigkeit. Man kennt es, ne? Sommerpause gehabt, man kommt rein, man braucht so 1-2 Wochen, um wieder ein Gefühl zu bekommen. Das, glaube ich, kennt jeder, ne? Dann auf den Finger, am Harz, Schulter tut ein bisschen weh. Aber fünf Monate gar nichts zu machen, das ist halt schon eine harte Nummer, ne? Da muss man natürlich dann auch aufpassen. Also auch vorsichtig, Step by Step wieder zurückarbeiten. Was natürlich schwierig ist, weil du als Sportler, als Wettkampfsportler, du willst der Mannschaft helfen, du weißt, es kommt Richtung Saison, du weißt, dass du eine wichtige Figur bist für die Mannschaft, machst dir natürlich Druck und möchtest so schnell wie möglich und da muss dann man als Athletiktrainer oder auch natürlich die medizinische Abteilung dich natürlich auch manchmal bremsen und das ist halt ganz, ganz schwierig, nicht nur für deinen Körper, aber auch für die Psyche, für das Mentale. Auf jeden Fall, ja. Weil da, weil ich vorhin schon gesagt habe, weil du hast
dich vielleicht noch, oder du denkst, es läuft alles so, aber dein Körper kann es gar nicht, der kann es gar nicht abrufen. Ja. Nach 5 Monaten nichts tun, wie willst du denn einen schnellen seitlichen Schritt machen? Wie möchtest du denn, oder wie willst du denn deinen Arm schnell hoch in die Ecke bekommen? Wie du vorhin gesagt hast, hast ja Situation beschrieben, du bist in der richtigen Ecke, aber da fehlen vielleicht 2-3 Zentimeter. Mhm. Und dann das Thema Hand-Augen-Koordination, ne? Dass du das über dieses diese Wahrnehmung, 5 Monate runtergefahren und das geht, kann nicht funktionieren in 2, 3, 4 Wochen. Wahrnehmen, umschalten, wirklich das, wo ich sage, das ist mir also Testspiel gegen St. Louis erstmal wieder auf dem Feld gewesen und ich gebe meinem Körper einen Befehl, ne, und sage, jetzt genau geh nach vorne oder spring hoch oder mach das. Und er führt es einfach so verzögert aus. Genau, so ist es. Genau, und da möchte ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil es ja keine trainingswissenschaftliche Podcast ist. Aber ich möchte einfach nur gesagt haben, also es kann nicht funktionieren. Ne? Einfach nur, du denkst über was nach, du sendest deinem Körper oder Signale, hey, pass auf, mach das jetzt. Aber das kann nicht funktionieren. So wie du es ja auch gemacht hast, sage ich mal, schon eine gewisse Return to Competition, ne, Plan verfolgen, sodass der Körper auch vorbereitet wird, um auch natürlich andere Strukturen zu schonen und wieder ranzuführen. Ne? Ich meine, du hast ja auch schon einige Handballjahre auf dem Buckel und ich glaube, jeder kennt so seine Problemzonen und seine Wehwehchen. Hier ist mal der Unterrücken, da ist der Beuger, da sind die Adduktoren. Und das muss man natürlich, die Sprunggelenke kennt auch jeder. Und das muss man natürlich dann vorbereiten. Mhm. Wenn du da nämlich von 5 Monate Pause, Standby, auf wieder, ich gehe jetzt schnell wieder in die Halle, werf Tempo Gegenstöße und das geht nicht. Ja. Wie war das bei dir nach ja schon sehr langer Zeit ohne, ich meine, trotzdem hast du dich ja fit gehalten und im Kraftraum, denke ich mal, sehr aktiv gewesen. Ne? Worauf musstest du achten? Ganz extrem. Ich habe, klar, Kraftraum, habe ich mich fit gehalten, gedrückt, gebeugt, gehoben, schwer und auch alles gut. Erstes Mannschaftstraining wieder gehabt Vorbereitungsauftrag in Petterweil. Ist es eine ganz andere Welt. Dieses Start, Stopp, links, rechts, Zweikampf, dieses Rangeln, die Rumpfpower, sag ich mal, ne, was du da brauchst. Also ich will ehrlich zu dir sein, ne? Ich laboriere heute noch an den Folgen von der ganzen Vorbereitung. Ne? Ja. Muss ich ehrlich sagen. Die Sprunggelenke, Achillessehne, auch so ein bekanntes Thema oder bekannter Bereich. Natürlich kümmere ich mich drum und ich weiß auch, was ich zu tun habe, aber. Also ganz extrem. 2 Jahre fit halten, alles schön und gut. Das ist vielleicht mehr als andere machen. Ich war laufen, aber Sprintbewegung, Start, Stopp, das machst du so exzessiv wie im Mannschaftstraining, machst du das nicht. Ja. Dafür sind wir Mannschaftssportler und da gehst du nicht in den roten, also schwierig in den roten Bereich. Aber ich merke es heute noch. Ja? Ja, klar. Also heute Nacht musste ich die Treppe rückwärts runtergehen. Was? Ey, ohne Scheiß jetzt? Ja. Kein Schmerz, also die Achillessehne war dann heute Nacht schon. Das ist so deine Problemzone, oder was? Achillessehne? Das ist meine Problemzone, aber auch bekannt. Das hatte ich schon immer mal und aktuell. Ja, ja. Aber war da schon mal irgendwie was kaputt? Oder? Nee, gar nicht. Ja. Toi, ich klopfe mal auf Holz, ich hoffe, man hört's. Genau. Noch nicht keine schwerwiegenden Verletzungen gehabt, also vor allem nicht an der Achillessehne oder sowas. Klar, Sprunggelenksverletzung, umknicken. Glaube ich, kennt jeder. Ja, das ist ja mal noch vom Niveau. Wenn es nur das ist, ich weiß, was ich zu tun habe, ich weiß, dass ich mich nachher, wenn du gleich weg bist, ich weiß, dass ich nachher ein bisschen aufs Rad setze, ne? Ein bisschen alles durchbewege, ich kenne meine Yoga-Flows, das, was wir beim Coolern in Hanau auch machen. Ich glaube, wir haben genug Maßnahmen, um dem Problemzonen oder den Wehwehchen entgegenzuwirken. Ja. Genau. Und da muss man halt auch so diszipliniert sein und es machen. Gut, noch 60 Minuten gestern. Ja, danke Coach für die Spielzeit. Vorne und hinten auch gebrummt dann wahrscheinlich, ne? Hinten Innenblock. Nee, tatsächlich nicht. Aktuell nicht Innenblock. Es hat sich umgestellt. Ich bin jetzt wieder auf der halben. Habe ja auch in der Vergangenheit nicht so viel Innenblock gedeckt, weil mir doch ein paar Zentimeter fehlen. Muss man einfach so sagen, ne? Ich meine, mit 1,87 bin ich jetzt nicht der größtgewachsene. Geht natürlich auch über die Beinarbeit, aber auch hier die Selbstkritik. Die Beinarbeit ist jetzt auch nicht so wie vor 2 Jahren. Ne? Da habe ich natürlich auch noch Aufholbedarf. Ist wahrscheinlich ganz normal, kann ich dir jetzt sagen. Gedeckt gegen die Linkshänder und es hat eigentlich gut funktioniert. Ich habe mich gut gefühlt, während dem Spiel gut gefühlt. Ja. In der Pause. Sehr schön. Cola. Stimmt, hatte ich auch, ey, jetzt gegen Niederrhoden, wo ich mir dann auf der Bank schon eine Banane reingefahren habe und so, weil ich Banane auch, ist wahrscheinlich bessere Wahl als Schokolade. Ja gut, ich hab dann mich aber gefragt, okay, wie time ich das jetzt? Wie lange braucht der Körper eigentlich, um das dann umzusetzen, weißt du, diese Power? Also bringt es dann wirklich so schnell was? Ja, schon. Also einfach Banane reinfahren in der Halbzeit. Wenn man es kann. Es gibt ja Leute, die haben auch einen sensiblen Magen. Sag ich mal, die können jetzt keine feste Nahrung aufnehmen. Ne? Dann arbeitest du ein bisschen Bauch. Manche machen es über Flüssignahrung. Und klar, jeder weiß, ne, Cola bringt dann natürlich mal kurz Power, Insulinspiegel hoch. Und genau. Ja.
Aber ja, 60 Minuten war gut. Geil. Ich war auch fix und also ich bin mittlerweile auch, ich stehe zwar im Tor, aber es ist auch anstrengend, vor allem für die Birne. Glaube ich. Und jetzt nach 60 Minuten, da bin ich, sitze ich erstmal danach in der Kabine und muss mal durchatmen. Auch sofort Kopfschmerzen immer nach dem Spiel, weil es so, ich weiß nicht, woher das kommt. Wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit so angespannt bin. Oder? Ja, also, ich will jetzt nichts Falsches sagen oder Falsches behaupten und dir da reinreden, aber ich glaube nach wie vor, dass du noch nicht der Can Adeniyi bist, der vor deiner Krankheit da jetzt da an der Platte steht. Du hast Qualität, Haslock ist super gelaufen, aber du weißt, dass das alles vielleicht noch nicht gerade bei 100% ist. Ne? Du weißt, und du deswegen, deine Birne muss sich so krass konzentrieren, so, das ist so anstrengend für dich und ich glaube, das ist einfach der Grund. Ne? Ja. Ich meine, du bist auf einem super Weg, das wird alles, man muss nicht schwarz machen, aber ich glaube, das kommt noch dazu, warum das dir so schwer fällt und du auch so erschöpft bist. Geduldig bleiben einfach, ja. Oh, es klingt so blöd, aber es ist nun mal so. Ja, ich weiß, du bist noch ein junger Hüpper, ne? Du willst Gas geben, du willst deine Leistung vor allem ne, bringen und deinen Anspruch oder bestätigen, aber... So jung bin ich leider auch nicht mehr, muss ich sagen, ey. Gut, du lachst. Aber wenn wir Teams, vier Teams haben beim Basketball, bin ich ganz Team alt. Also Team alt. Wow. Ja, 99er Jahrgang. Ne? Wow, also, muss man auch sagen. Ist schon verrückt. Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall. Gut, machen wir weiter. Die Vorbereitung ist vorbei. Das ist ja für dich als Athletiktrainer schon so die wichtigste Phase, weil du da halt eben auch richtig an dem körperlichen Zustand, an der Fitness von einzelnen Spielern halt auch arbeiten kannst. Wie unterscheidet sich da die Vorbereitung mit dem normalen Saisonalltag? Worauf musst du da achten? Ja, ich sag mal so, in der Vorbereitung setzen wir einfach so das Fundament, die Basis. Jeder weiß, dass Vorbereitungen anstrengend sind. Und für mich als Athletiktrainer ist das natürlich die schönste Phase. Natürlich kann ich euch schleifen. Wir haben eine sehr ausgiebige Eingangsdiagnostik, versuchen zu sehen, alles klar, da sind Defizite, jetzt nicht nur im Kraft- oder so, im Bereich, sondern auch die Beweglichkeit und alles, was wir da testen. Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, wie das waren, 6-7 Wochen vielleicht, gar nicht so lang. Nee, ne? Diesmal war es wirklich, kam es mir wirklich nicht lang vor. Nicht lang vor, ja. Und da kann ich euch schleifen, da setze ich das Fundament, da können wir an der Beinarbeit, an einer guten Basis arbeiten, was die erste Mannschaft der HSG auch echt stark umsetzt. Ich finde da oft lobende Worte da, wenn wir da zusammenkommen und das muss man auch jetzt auch hier vielleicht mal einen Podcast nennen, was die Mannschaft da auf die Platte bringt, diese Trainingsmentalität, dieser Arbeitsethos, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ich meine, wir sind in der dritten Liga, das ist eine tolle Spielklasse, aber was die Mannschaft da in den Kraftraum bringt oder auch auf die Platte, ne, wenn es auch mal wirklich in den roten Bereich geht, ne, wo es einfach anstrengend wird, das setzt die Mannschaft sehr gut um. Ja, und das der Unterschied ist, natürlich geht es in der Saison schon darum, einfach um den Erhalt. Ne? Also für mich ist es jetzt ganz, ganz wichtig, das, was wir aufgebaut haben, dass ich das jetzt erhalte in der Saison, dass ihr euch gut fühlt und ganz wichtig, dass am Ende der Woche, der Trainingswoche, dass ihr im grünen Bereich seid. Ja, ja, also für mich ist es wichtig, klar, wir wollen stabilisierende Übungen machen, ne? dass ihr euch sicher fühlt, dass ihr euch gut fühlt, dass ihr Power habt und aber am Ende der Woche im grünen Bereich seid. Das ist ganz, ganz wichtig. Trainingssteuerung. Deswegen auch der Austausch, klar, mit dem Cheftrainer. Ja. Kann mal passieren, dass man eine Übung reinhaut, die ist neue Bewegung, da reagiert der Körper drauf, arbeitet irgendwas anders, dass Muskelkater ist, aber der Trainer braucht natürlich auch Qualität im Mannschaftstraining, weil er natürlich auch die Inhalte umsetzen möchte. Und das ist jetzt meine Hauptaufgabe, dass ihr euch gut fühlt, dass ihr Power habt und Am Ende geht es um Handball, ja. Also das absolut. Halt, es geht um Handball natürlich, aber der athletische Bereich, ich glaube, da spreche ich auch für Handball Deutschland. Der athletische Bereich ist unendlich wichtig. Ne? Also Verletzungsprävention, Verletzungsprophylaxe, das ist das A und O. Wir wollen auf jeden Fall. Ja. So ätzend es manchmal ist als Spieler, dass so 30 Minuten Warm-up und 30 Minuten oder Viertelstunde Cooldown am Ende und klar, manchmal denkt man sich so, oh, ist es jetzt wirklich nötig, aber auf lange Sicht hin, glaube ich, absolut, auf jeden Fall. Absolut. Das, was wir da also in unserer Struktur haben, ist schon ganz groß und ganz wichtig. Auch für die Spieler, klar, ihr wollt dann vielleicht nach Hause, ne? Seid dann schon 2 Stunden in der Halle. Ja. Natürlich will man dann irgendwann nach Hause, weil es auch ein langer Tag ist, aber diese ganzen Maßnahmen, wie du sagst, ein ausgiebiges Warm-up, den Körper vorzubereiten, dann klar, Hauptteil und dann noch ein Cooldown. Ja. Das ist schon ganz, ganz wichtig und trägt natürlich auch dann zur Regeneration bei. Und dann noch Nahrungsaufnahme, ne? Was trinke ich, esse ich danach? Dieses ganze Thema ist schon unendlich wichtig. Und Verletzungen bleiben leider nicht bei uns im Sport aus, aber macht unseren Sport auch so,
so lukrativ, ne? Wir haben natürlich diese Zweikämpfe und diese unglaubliche Physis, diese unglaubliche Athletik, ja, wenn man das anschaut. Wie ist das für dich als Spieler mit so einem, also du hast ja einen unfassbar krassen Background und bist richtig in der Materie drin. Wenn du jetzt wieder als Spieler aktiv bist, gibt es da manchmal auch Situationen, wo du dir so im Training denkst, keine Ahnung, der Trainer möchte jetzt irgendwas von euch oder ich weiß nicht, habt ihr in Petterwall einen Athletiktrainer, einen Krafttrainer, nein, sowas? Wir haben einen. Habt ihr nicht? Nein, okay, ja, aber ich meine, denkst du ja manchmal, oh, okay, das würde ich jetzt vielleicht anders machen oder schaffst du es da, dich wirklich komplett als dann hinten anzustellen mit deinem krassen Background im Fitnessbereich? Also, um ehrlich zu sein, schaffe ich mich da komplett, ja, mal auszuschalten, ne? Ja. Also beziehungsweise abschalten, aber die Inhalte, ich möchte jetzt vom Trainer die Inhalte gar nicht werten, ja, aber ich weiß, was ich zu tun habe, was dir gut tut, was, ja, mir gut tut oder, ja, was auch, sag ich mal, vielen anderen gut tun würde, ja, sprich eine Trainingsvorbereitung, mhm, was sollte ich vor dem Training machen, bevor ich vielleicht in die 100%ige Belastung gehe, ja, und das sehe ich einfach in meiner Verantwortung, dann einfach das auch umzusetzen, ne? Ja. Und wenn wir, keine Ahnung, 20 Uhr Trainingsbeginn haben und ich weiß, dass das so und so die Struktur ist, dann sorge ich halt dafür, dass ich vielleicht 20 Minuten oder eine halbe Stunde früher da bin, mhm, und kümmere mich halt darum, ne? Bereite die Schulter vor. Ne? Ich bin jetzt, ja, nicht mehr der Jüngste, ja, bereite ein bisschen die Oberschenkel vor, die Oberschenkelrückseite, auch das sind Bereiche, die kennt jeder. Ja, nee, aber ich schaffe das schon dann, das nicht zu werten oder so. Okay. Muss ich auch, weil ansonsten... Ja, weil für mich war das ganz schwierig, weil ich, als ich bei den Löwen gespielt habe in der U23, Entschuldigung, da war mein Torhüter-Kollege, mein Gespannpartner auch gleichzeitig mein Torwarttrainer. Ne, also der hat auch dann das Torwarttraining fast jeden Tag mit uns gemacht und das war dann halt schon relativ schwierig, weil der war... Wie sage ich das jetzt? Ein ganz anderer Torhüter-Typ als ich. Also der war 1,80 groß vielleicht. Also wirklich schon klein für einen Torhüter. Groß, bisschen. Ja, also ja, wenn es 1,80 waren. Ne? Also ja, schon klein für einen Torhüter, muss man ja so sagen. Auch ja anders gebaut einfach als ich, würde ich mal jetzt so sagen. Und da habe ich dann halt immer gemerkt, er möchte dann schon so mir sein Torhüter-Spiel dann irgendwie so ein bisschen auf zwingen oder so, mach mal so. Und da habe ich mir dann halt immer so gedacht, oh, so, was bringt das so? Ich bin halt so ein Typ, der spricht's dann halt direkt aus. Ne? Dann habe ich gesagt, ey, das bringt mir doch nichts, so, ich mach das halt immer so und so, warum willst du mir das jetzt so aufdrängen, weißt du? Ja, ja. Das war dann halt schon schwierig, weil er zum einen ja mein Kollege war und Konkurrent. Konkurrent auch, ne? Aber dann teilweise auch mein Trainer. Da war es dann schon schwer, so einen guten Mittelweg zu finden. Ja. Aber dafür seid ihr aber nochmal eine spezielle Spezies, ne? Ihr Torhüter unter euch. Spezies, ja. Muss man schon sagen. Das, also, glaube ich, ist sehr kann sehr unangenehm sein, sehr schwierig für in der Situation, wo du warst. Ja. Aber im athletischen Bereich ist es eigentlich. Ist es dann? Ist es nicht so, ja, muss man schon sagen. Ja. Also natürlich habe ich meine Meinung, also oder meine Philosophie, es gibt so viele gute und kompetente Athletiktrainer bei uns hier, also beziehungsweise auch international, aber jeder bringt natürlich auch seine Erfahrung irgendwo mit rein und ich meine, ich habe jetzt auch ein paar Jahre Handball gespielt und ja, und das, also bei uns im athletischen Bereich ist das nicht, ja, so. Ich versuche einzubringen, natürlich kann ich auch nur ganz kurz sagen, erste Saison, wo ich bei der HSG Hanau war, diese ganzen alten Hasen, darf ich Namen nennen? Ja, Jaron Tillmann, Marc Strohl, Lukas Lorenz, Schermuli, Brüggemann, ne? Auch alt eingesessene Ur-Hanauer, die da auch schon sehr, sehr viel Erfahrung haben, die auch wissen, was ihrem Körper gut tut, den kannst du vielleicht gerade dann nicht reinreden, beziehungsweise kannst es anbieten, hey, pass auf, ich glaube, das wird dich nach vorne bringen, beziehungsweise ich glaube, das wird dir gut tun, ich glaube, probier es doch mal aus. Ja, der eine setzt um, der eine nimmt da rein, da raus, aber ja, du kannst dann... Da kannst du dann nicht viel... Kannst du nicht viel. Ich meine, wenn die schon 15 Jahre Karriere hinter sich haben... Genau so ist es. Aber die werden da nicht groß was ändern dann irgendwann, wenn es jetzt halt 15 Jahre geklappt hat, ja. Aber jetzt keine Kritik an euch, Jungs. Ihr seid Hammer. Ja. Aber das war Hammer. Aber wo siehst du dich eigentlich in Zukunft? Eher so als Personal Trainer oder doch irgendwie Athletiktrainer von irgendeiner großen Sportmannschaft? Oder ist es sogar zu kombinieren? Ich meine... Also Profisport, glaube ich, ist nicht zu kombinieren. Ja, also wenn du Profisport machst, musst du all-in gehen, bin ich der Meinung. Und wo sehe ich mich tatsächlich? Also eigentlich eine coole Frage, kann ich so ein bisschen Werbung machen, aber also den athletischen Bereich, den möchte ich immer beibehalten, ne? So wie jetzt auch für mich die Konstellation mit HSG Hanau passt super, dass ich da eine sehr professionelle Struktur habe, Drittliga, Wahnsinn, tolle Athleten, tolle Handballer.
nichtsdestotrotz, diesen PT-Bereich möchte ich niemals aufgeben. Das, das sage ich auch an der Stelle. Und ich bin ein Trainer, das sage ich auch immer meinen Auszubildenden. Ich möchte wirklich von jung bis alt, also wirklich von Kindesalter bis hin zu meinen Senioren, die hier trainieren, möchte ich betreuen. Und das ist auch dieses breite Feld. Wird nicht langweilig. Wird nicht langweilig. Und der Leistungssport, / Profisport, das hat was für sich. Das ist aber eine ganz andere Arbeitsweise. Ja. Aber das ist nicht das normale Leben. Das ist eine andere Arbeitsweise, das ist eine tolle Arbeitsweise, macht Spaß. Da geht's. Aber das normale Leben bringt so viel mehr mit sich. Ne? Ich hab Leute hier, die möchten einfach schmerzfrei Unkraut jäten können. Die möchten einfach wieder, ihre Kiste Wasser aus dem Keller in den zweiten Stock tragen können, ohne danach komplett außer Atem zu sein oder sowas. Ne? Das Leben bringt so viel mehr und ich möchte als Trainer einfach das dabei helfen, das zu schaffen und da wirklich die Bandbreite, genauso wie jetzt bei Kindern und Jugendlichen, Thema Bodyshaming, Thema Mobbing, Thema Druck, was soziale Medien betrifft, ich muss so und so aussehen, ne? Das ist, also von bis möchte ich arbeiten in Zukunft, aber nichtsdestotrotz bin ich 34, ich bin am Anfang meiner Karriere, ich bin ein Jahr jetzt selbstständig und habe auch noch Großes vor, ich habe Visionen und ja. Das stelle ich mir unfassbar geil vor, wenn du einfach wirklich ganz viele individuelle Leute hast, die du betreust und der eine hat das Ziel, eben schmerzfrei wahrscheinlich den Sixer Wasser hochtragen zu können und der andere hat wirklich hochgesteckte Ziele, was weiß ich, im Sport und also wirklich, und wenn die dann diese Ziele mit dir dann zusammen erreichen, ist, glaube ich, auch einfach für dich dann Wahnsinn. Bestätigung und saugeil. Absolut. Oder? Und dann natürlich dann die Menschen. Ja. Das muss man auch so sagen. Natürlich, klar, wie wir auch, wir machen bei der Diagnostik, da haben wir Zahlen und ich kann da irgendwas euch zeigen, schwarz auf weiß, hey, du hast dich da verbessert, wir haben da das und das erreicht, ne, du fühlst dich gut, du bist verletzungsfrei durch die Saison, das ist alles schön. Aber dazu kommen noch halt auch, abgesehen von Zahlen und Körperfett und Gewicht und was weiß ich, kommt natürlich einfach noch der Mensch. Ne? Und da kann ich einfach nur sagen, dass ich aber mit tollen Menschen zusammenarbeite. Ich kann es mir glücklicherweise auch ein Stück weit aussuchen, wer bei mir hier in mein Studio kommt. Wenn ich hier Erstgespräche habe und ich merke, da passt die Chemie nicht oder das ist, passt einfach nicht oder eine andere Erwartungshaltung oder ich merke, ich passe dieser Person auch nicht, so wie ich aussehe, Bart, Tattoos und da muss man es auch nicht erzwingen. Ne? Also ich möchte auch Lebensqualität haben und wie ich schon sagte, ich bin in der Glückssituation, dass man auch ein Stück weit dann aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeite, aber nur tolle Menschen. Ne? Krass, muss man sehen. Ja, geil. Ich habe tatsächlich auch schon mal mit, das war nicht wirklich dann mein Personal Trainer, aber als ich damals das erste Mal erkrankt war mit am Herzmuskel, bin ich auch aufgegangen wie so ein Hefekloß, weißt du, und auch 115 Kilo gewogen, glaube ich, also mit 16. Wow. Ne, 1,90 Meter, also ich sah wirklich nicht gut aus. Ne? Da war ich wirklich, da war es so, okay, jetzt musste ich zusammenreißen, weil sonst wird es nichts mehr mit Handballprofi. Und dann tatsächlich auch dann mein Dad einen alten Bekannten von uns eingeladen, der auch Personal Trainer ist. Und da habe ich das erste Mal dann auch, der hat mich so eingeführt in diese Welt, okay, Ernährung im Sport. So, da wurde ich das erste Mal so damit konfrontiert. Und Alter, das war krass. Und da habe ich dann, das ist ja eine Umstellung von einem Lifestyle fast, ne? Absolut. Also was ich da gegessen habe, das war geisteskrank, Björn. Da habe ich vor der Schule ein Schokomüsli, in der Schule Weißbrot. Nach der Schule gab es 3 Sucuk-Brötchen von der Mama. Weißt du, vorm Training nochmal was. Also ich habe gegessen, das war geisteskrank. Und wirklich dann wie dieser Lifestyle-Change und dann auf 88, also fast 30 Kilo abgenommen, ne? Also Wahnsinn. Das war so krasse Zeit dann auch. Und wie du dann auch gemerkt hast, okay, deinem Körper geht's besser, du siehst besser aus und du bist leistungsfähiger, wie es dann auch mit dem Handball dann auch einfach wirklich mit nach oben ging, steil nach oben ging. Das war schon geil, ja. Absolut, auch dein Selbstbewusstsein wahrscheinlich auch viel stärker geworden. Klar, ja. Also das war wirklich, und auch jetzt, es war, klar habe ich jetzt in dieser Zeit wahrscheinlich einen Haufen Muskeln verloren, auch ein bisschen an Gewicht wieder zugelegt, wobei es wirklich lange nicht so schlimm ist jetzt wie damals, also ich bin jetzt nicht wirklich fett geworden oder sonst irgendwas. Du weißt auch mittlerweile auch, was du zu essen hast und genau, was genau. Jetzt weglassen ich solltest. Ja, jetzt habe ich ja den Background, aber jetzt auch schon wieder, ich meine, seit knapp fast 2 Monaten darf ich wieder Sport machen oder 1,5 Monate darf ich wieder Sport machen und jetzt auch schon wieder 6-7 Kilo abgenommen. Also das ist schon, das tut auch einfach gut, dann sich wieder bewegen zu können und so. Absolut. Ja.
und auch aber die Ernährung. Trotzdem dann 6 Wochen, 8 Wochen, was du jetzt auch zurück bist, ist noch nicht lang. Ja. Ist noch nicht und lang. 5 Monate ist schon dann schon lange hast Zeit. Hast du recht. Aber ja. War ein gutes Stichwort auf jeden Fall, ne? An die Hörer, Zuhörer draußen, ne? Die Ernährung. Auch da gibt's super, glaube ich, interessante Podcasts. Aber stimmt. Thema Ernährung ist halt auch wichtig. Ja. Es ist nicht nur immer das Training, weil wir jetzt über Training gesprochen haben, ne? Vorbereitung genau. Und in der Saison. Ja. Es ist nicht nur immer das Training und die Gewichte und Werte und Zahlen, sondern ne, das Thema Ernährung ist natürlich auch sehr, sehr umfangreich und beziehungsweise sehr wichtig. Ich höre immer, Ernährung ist 70%, Ernährung genau so ist 80%. Würdest du das so? Ja, würde ich auch so sagen. Ja? Ja, würde ich auch sagen. Crazy. Das Training ist das eine, aber ja, da, ich halte ja auch Vorträge und das Training nimmt schon einen gewissen Zeitraum ein, aber du isst halt auch 3, 4, 5, 6 Mal am Tag und da kannst du natürlich auch sehr viel Einfluss auf ausüben. Isst du gute Sachen, die deinem Körper was bringen, genau. Nach Trainingsreizen, beziehungsweise, oder gibst du deinem Körper, was halt nicht nahrhaft ist, beziehungsweise was dein Körper ja einfach schadet. Nee, was er schadet, einfach, ja, nicht förderlich ist. Sagen wir so, nicht förderlich ist. Genau. Da würde ich schon sagen, ist schon sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Und wie ist es jetzt, also wie ernährst du dich? Bist du wirklich crazy, also kein Zucker und sonst irgendwas? Nee, ganz gar nicht. Ich meine, ich habe dir also so eine kalte Schwipschwapp oder eine... Oh, jetzt habe ich Werbung gemacht. Schön. Was denn? Ich habe schon gesagt. Aber kalte Spezi. Ist doch, hey, warum? Ist doch nicht schlimm, oder? Weiß ich nicht. Warum? Ist doch scheißegal. Schwipschwapp. Also so eine kalte Spezi auf jeden Fall. Ich esse meine Pizza und ich trinke auch mal nach dem Training... trinke ich sehr immer gerne ein Kaltgetränk. Ein Kaltgetränk, ja. Also, ja, ein Kaltgetränk. Ja. Trinke schon mal sehr, sehr gerne auch, gehört dazu. Ja. Nein, also klar, ich achte darauf, dass das alles, vor allem jetzt mit meinem Kleinen, das muss man auch sagen, ne? Die Kinder verändern natürlich auch alles. Mhm. Wir wollen dem natürlich auch nur gesunde Sachen auf den Tisch bringen, das hat sich schon angepasst, aber 80-20, ich esse meine Pizza, trinke da meine Cola mit dabei, ich, wie gesagt, nach dem Training kommt auch mal was anderes in die Hand. 80-20. Das Leben. Also es gibt auch leckeres Essen, wo man weiß, dass es nicht vielleicht das Gesündeste ist, aber es muss einfach im Rahmen bleiben. Wenn du 80-20 sagst, 80% dann wahrscheinlich gut und gut. 20%, was im Kopf, dazu. Was im Kopf gut tut. Ja, so. Gehört dazu. Ja. Ein leckerer Cheeseburger, was weiß ich, es gehört dazu. Das ist auch einfach Lebensqualität. Da kann man. Ja, da gibt's wahrscheinlich auch Meinungen, kann man diskutieren, aber das ist einfach so. Ne? Eine gute Pizza, eine eiskalte Spezi. Keine Ahnung, Eiscreme, wir hatten jetzt Sommersaison, meine Güte, ich glaube jeder, also ich gehe schon sehr gerne mal ein Eis essen, ne? Ja. Das gehört dazu, das ist dann nur zu verzichten. Ja, ich bin da meist sehr radikal, muss ich sagen, ne? Also wenn ich sage, okay, jetzt steht mal wieder so, jetzt könntest du mal wieder ein bisschen was verlieren und dann mache ich halt so und jetzt bin ich halt hier am Intervallfasten halt, weißt du, ja, wo ich 16-8 machen ja die meisten, ich mache wirklich 18 Stunden ohne, also 12, 18 Uhr versuche ich so zu essen, also was ist dann schon abends, dann nach dem Training schon ziemlich hart auch mal, da dann ohne zu bleiben, vor allem donnerstags, wenn die Mannschaft beim Essen sitzt, Alter, und ich dann da zugucke beim Essen, aber ich fahre damit meistens ganz gut, aber gestern habe ich tatsächlich, ich habe so einen Döner gecraved. Weißt du, Digga, ich wollte unbedingt einen normalen Döner. Was heißt denn gecraved, sorry? Cravings, kennst du nicht? Döner gecraved? Ja, so Cravings haben, das sagt man doch so. So, wenn man einfach voll Bock, eine längere Zeit auf irgendwas voll Bock hat. Ah, okay. So, weißt du, ich meine so. Wow, wie peinlich. So, also ich glaube, das sagt man so, Jetzt hast du mich unsicher gemacht. Nee, ich bin schon überzeugt, dass man... Ja, aber genau, und gestern habe ich mir dann mal einen Döner reingefahren, Alter, und das war auch... War gut? War richtig geil, ja. Sehr schön. Gut für die Birne. Und jetzt einfach wieder, morgen geht's dann wieder weiter mit Reis und Hähnchen und Brokkoli und Obst und... Aber auch ich meine, Respekt, dass du dann so eine Disziplin hast und das so rein so umsetzt, sage ich mal, aber auch da gibt's verschiedene Ansätze, verschiedene Philosophien, ne, so Hardcut, komplett verzichten über mehrere Wochen, hast natürlich deine Erfolge damit. Es gibt verschiedene Philosophien. Der eine Trainer sagt das so, ich als Trainer würde das vielleicht anders angehen, sage ich mal. Ne? Aber letztendlich das, was dir gut tut und das, wo du dich mit wohlfühlst, gibt dir natürlich letztendlich auch recht. Ne? Ja, das muss man auch sagen. Da sind wir wieder beim Thema Individualität, also jeder. Genau so ist es. Wie wenn du damit dich wohlfühlst. Genau. Gut, Björn, 53 Minuten haben wir jetzt schon geschnackt, Alter, das geht auch schnell. Ja. Ne? Also, und ich würde sagen, damit es jetzt nicht allzu lang geht, komme schon auf die Top 7 zu sprechen.
Du guckst schon leicht. Ja, ich habe echt sein. Ich wusste, dass das kommt und habe mich nicht so gut vorbereitet. Aber ich denke, ich krieg's hin. Du bist nicht so gut vorbereitet. Ja, doch, ja, gut, aber das kriegst du hin. Ja, das kriegst du schon auf. Ich denke, das ist zu schaffen, jetzt für jede Position einen alten Bekannten zu nennen. Ja. Wir fangen im Tor an. Ich sag die Position und du den Namen und dann ein, vorweg nochmal, ich will jetzt hier keinem irgendwie hier wehtun. Ich habe tolle, also was heißt wehtun oder beziehungsweise nicht nennen oder um Schlips treten. Ich habe tolle Mannschaftskameraden gehabt in den letzten Jahren. Aber ich gehe natürlich auch ein Stück weit nach Freundschaften und auf jeden Fall. Und so. Ja. Und nicht nur immer nach dem. Es geht nicht nur nach Handball. Ja, nicht nur nach Handball, genau. Ja. Also wir hatten schon alles dabei. Da hatte einer eine Top 7, wo es eigentlich nur ums Saufen ging, dann gab es welche, da ging es nur um Handball, also da findet jeder seinen Weg. Aber gut, wir fangen am Tor an, wen hast du im Tor? Da würde ich tatsächlich, kennt man, glaube ich, auch bei euch da im bayerischen Raum, Hanno Föhringer nehmen. Okay. Hanno Föhringer, ja. Ich weiß es gar nicht, glaube ich, ein oder zwei Jahre war er bei uns hier in Gelnhausen, bevor er dann auch aufgehört hat mit Handball und ist jetzt auch weggezogen, aber hat für Kichzell gespielt. Kichzell, Groß-Unstadt. War er auch. Umstadt, genau. Und hier kennengelernt, als er zu uns gekommen ist und ein unglaublich toller Mensch. Ja? Ja, Hanno Föhringer. Deshalb Hanno Föhringer, okay. Ja. Und links außen? Yannick Mocken. Du musst, erzähl noch ein, zwei Takte, warum du dich für die Jungs entschieden hast. Ja. Oh, okay, ja, Yannick Mocken, ich glaube ich auch, kennt jeder auch, letztes Jahr eine starke Saison gespielt und ich hatte letzte Woche tatsächlich Testspiel in Budenheim, da war er noch, weiß ich noch, vor vielen Jahren, 6, 7 Jahren, was weiß ich, war er dabei als jüngster Spieler und ganz aufgeregt, ganz nervös, ich kenne ihn schon so viele Jahre und hatte dann auch zum Schluss, wo dann meine ganzen alten Jungs aus der ersten Mannschaft einfach eine tolle Beziehung zu ihm. Mhm. Ich mag ihn sehr, ich finde, er ist ein sehr guter Handballer, absolut, hat unglaublich Talent und ich mag ihn. Letztes Jahr, glaube ich, sogar Top-Torschütze, glaube ich. Top-Torschütze in der Liga gewesen, oder? Ja. Ja. Und ich meine, vor Max, ja. Ja, ich habe auch dann viel Zeit mit ihm verbracht, so in der Kabine oder auch mal nach dem Training. Ja. Deshalb, guter Junge, Yannick, sehr guter Junge. Ja, was ich vorhin aber ganz vergessen habe zu fragen, ich meine, du hast so lange in Gelnhausen gespielt, bist jetzt Athletiktrainer beim schon mit größten Konkurrenten wahrscheinlich vom TV Gelnhausen, der HSG Hanau. Ja. Wurde dir das da übel genommen oder so, weil du jetzt dann zur HSG bist? Ich sag mal so, als es alles frisch aufgekommen ist, beziehungsweise als dann bekannt wurde, dass ich dann mich beruflich umorientiere, weil es einfach eine gewisse berufliche Motivation hatte, weil einfach aus der Komfortzone, ne? Ich bin aus der Komfortzone raus, muss man wirklich so nennen, weil ich in Gelnhausen viele Jahre, also alles kannte, nicht satt war, aber ich sag mal so, es gab schon Irritation, nicht nur von Vereinsseite, natürlich auch, klar, der ein oder andere Spieler, mit dem ich nicht so eng war, viele Spieler wussten es auch, hatte ich abgeholt. Von der Fanseite gab es auch Irritation, definitiv. Genau, vielleicht auch Missstimmung, würde ich es auch mal so nennen. Aber mittlerweile sind die Wogen geglättet und ich hatte mich auch schon klar bei Interviews erklärt und möchte auch nach wie vor sagen, dass es, wie gesagt, für mich persönlich, für meine Entwicklung, hat es mich unheimlich weitergebracht. Nicht nur von der Trainerkompetenz her, aber auch menschlich, dass ich einfach aus der Komfortzone meine Scheuklappen erweitert habe. Und der HSG Hanau, klar, das ist wie so erst Moment wie ein Haifischbecken gewesen. Ja, safe. Wir hatten vorhin genug Situationen erklärt, und einmal stehst du dann vor den Jungs. Ja. Und sollst denn jetzt, hey, so machen wir das jetzt. Jetzt sprint mal und jetzt drück mal. Die Jungs, mit denen du dich ein Jahr vorher wahrscheinlich gekloppt hast. Ja, wirklich gekloppt hast. Genau. Ja, Mann. Nee, ja, aber alles gut. Sehr schön. Ja, ich meine, im Handball ist das, glaube ich, auch nicht so wie im Fußball oder so, glaube ich. Boah, ich meine, wenn du, was weiß ich, bei Kickers Offenbach bist und dann zur Eintracht gehst oder andersrum. Und dazu lass auch gesagt sein, ich meine, ich bin jetzt auch wieder 34 und es ist nur Handball, ich habe das früher vielleicht auch anders gelebt oder alles anders eingeordnet oder jetzt auch, wenn man sich sieht, es ist einfach, unglaublich schön, man sagt sich Hallo und alles gut. Ja. Du kannst dich weiter in Gelnhausen blicken lassen, glaube ich. Ah, auf jeden Fall, ich meine, ich wohne hier, du bist hier in Gelnhausen, muss man auch sagen, ne? In der Halle meine ich, ja genau, also ist ja immer noch für dich wahrscheinlich Heimat einfach auch. Ja, definitiv. Genau. Ja. Okay, machen wir weiter, wen hast du auf Rückraum links? Sven Schreiber. Oh ja, okay, Sven Schreiber. Warum Sven Schreiber? Auch, muss ich sagen, ich habe ja viele Jahre halb links gedeckt, er war mein Nebenmann und also im Innenblock dann, toller Junge, was soll ich sagen? Keine Ahnung, die mich kennen, das ist Sven Schreiber, so ein anständiger Kerl, so demütig, ruhig,
ja, für mich auch in meinen Augen einfach ein unglaublich guter Handballer gewesen. Ich habe ja auch tolle Erfolge. Was heißt gewesen? Spielt nicht mehr? Doch, Entschuldigung, ja. Also ja? SG Leutershausen, oder? Ja, genau, ja. Richtig. Ist noch aktiv bei Leutershausen. Ja. Und abgesehen, ja, ich hatte einfach, war mein Trainingspartner. Ich habe mit ihm, die Chemie hat einfach gepasst. Ja, und das ist einfach ein guter, also eine Abwehr, Wahnsinn, was der da mir manchmal den Arsch gerettet hat, weil ich dann zur Mitte verloren habe oder so. Oder diesen Invest von ihm im Mittelblock fand ich schon mal immer sehr, sehr beeindruckend. Und ja, Grüße gehen raus, Familie Schreiber, auch sein Bruder Henrik habe ich jetzt auch nochmal spielen dürfen als Vorbereitungsspiel, Familie Schreiber einfach auch. Habt ihr gegen Hüttenberg in der Vorbereitung gespielt? Ja, knapp verloren, ja. Knapp verloren? Nein, mit 20 Riss bekommen. Auch da, Thema Beinarbeit hatten wir ganz kurz. Ich weiß noch ganz genau, isoliert, Ian kommt einmal rum, isoliert es 1-1 gegen mich. Er macht einen Wackler, ich hatte keine Ahnung, wo er war, ich hatte keine Ahnung, wo ich auf einmal war. Komplett orientierungslos, also so viel zum Thema Beinarbeit. Ian auch brutal. Wahnsinn. Ja, aber ja, stimmt. Wir waren genau halbwegs Sven Schreiber, generell Familie Schreiber. Ja. Ich habe gegen beide Schreiberbrüder in der A-Jugend, also ich war B-Jugendlich, habe aber A-Jugend-Oberliga schon mitspielen dürfen. Und da haben wir gegen die zwei, wo haben die in der Jugend gespielt, ey? Weißt du das? Nee. Ich hab's. Sulzbach. Ja, kann doch. Nee. Ja, irgendwie sowas. Nicht, ja. Irgendwie sowas, ist ja auch egal. Ja. A-Jugend-Oberliga, also das Niveau war schon gut, ja, aber ist halt, ne. Könnt ihr unter die Kommentare setzen. Wer es weiß. Nee, aber und dann hattest du halt ein Spiel in der Saison dann gegen die zwei Schreiberbrüder. Ja. Wow, Alter. Ja. Die waren halt auf einem ganz anderen Niveau als die ganze Liga. Wahnsinn. Ne? Also ich glaube, beide haben sogar Jugendnationalmannschaft gespielt. Ja. Und die haben dann dafür ihren Heimatverein noch, bevor sie dann halt in die A-Jugend-Bundesliga sind, noch dort in der A-Jugend-Oberliga gespielt. Total crazy, Alter. Die haben uns so auseinandergenommen. Also wirklich krasse Handballer, Henrike in Hüttenberg. Genau. Okay, wen hast du auf Rückraum Mitte? Ja, da muss ich tatsächlich, würde ich am liebsten zwei Namen sagen. Einen sehr, sehr guten Freund von mir. Möchte ich jetzt nicht verärgern. Matthias, an der Stelle möchte ich nicht verärgern. Aber Jonathan Malulepsi. Oh, okay. Jonathan Malulepsi. Der hat mich persönlich nochmal auf ein ganz anderes Niveau gebracht, muss ich ehrlich sagen. Da ist jetzt kein Selbstlob, aber ich glaube, meine letzten aktiven Jahre da gesehen haben, ich glaube, erst 2018 nach unserem Relegationsjahr ist er in die erste Mannschaft gekommen. Und was wir beide da veranstaltet haben, sage ich mal, das hat sich direkt gefunden. Also die gegen uns gespielt haben, können es vielleicht bestätigen, Jonathan und ich waren schon eine sehr, sehr gute Achse, was handballerisch betrifft, die Qualität. Ne, er hat mich dann immer gefunden, beziehungsweise ich habe mir vielleicht auch mal hier und da einen Freiraum für ihn geschaffen, aber das hat einfach gepasst. Es hat sofort gepasst, ab dem ersten Training und dann über 3 Jahre, glaube ich, hatten wir zusammen. Er spielt immer noch aktuell, Kapitän Gelnhausen. Und abgesehen davon auch ein toller Kerl. Ich habe mit ihm in der Hessenauswahl damals, also ich kenne auch schon ziemlich lange durch die Hessenauswahl damals kennengelernt und ganz ruhiger Kerl damals gewesen auch und immer schon die richtige Einstellung zum Sport gehabt, zum Handball. Ja, und jetzt einer der besten Spieler der Liga, würde ich sagen, schon, ne? Also finde ich auch. Ja, ist schon, ja, ich meine, ich will jetzt nicht zu viel. Ja, nee. Aber ist schon ein ist guter, schon ja. ist schon gut, ja. Aber auch langfristigen Vertrag jetzt in Gelnhausen unterschrieben, glaube ich, letztes Jahr bis 27. Ja, gut, haben wir auch noch vor uns, Gelnhausen. Ja, jetzt bald, ne? Ende September. Jetzt Ende September in Gelnhausen. Derby. Krass, ey. Wird spannend. Gut, Rückraum rechts. Wen hast du auf Rückraum rechts? Fabian Eurich. Oh ja, okay. Fabian Eurich, wer ihn noch kennt. Ja. Auch, glaube ich, Gelnhäuser Urgestein. Guter Freund. Einer meiner besten Freunde, das muss ich so sagen. Also ich habe jetzt auch noch privaten Kontakt mit ihm. Wir treffen uns regelmäßig hier, um die Eisen zu biegen, sage ich mal. Und ja, handballerisch, Wahnsinnskerl, 1,96 Hühne. Keine Ahnung, wie viel Kilo er zur aktiven Zeit hatte. Aber ja, ich glaube, wenn er gezündet hat, jeder weiß, kannte um seine Qualität. Und wie gesagt, ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und das war wirklich gegen euch, war ja, glaube ich, mein zweites oder mein erstes Heimspiel, glaube ich, im Erwachsenenbereich. Also so. Da hast du auch genatzt, glaube ich. Ja, genau. Das war schon. Ja, ich habe immer gesagt, ihr habt mir da die Tür geöffnet. Das war so mein Startschuss, das Spiel gegen euch. Ja, aber das, Alter. So, diese ersten Berührungspunkte im Erwachsenenbereich, weißt du? Die ganze Zeit nur A-Jugend und B-Jugend gespielt hier. Und dann kommt, er ist halt schon ein Hühne von Mensch. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, ey, und dann stand er so vor mir und ich so, boah, Alter, zum Glück spiele ich im Tor. Ja. Ich hab so gedacht, ey. Ja, komm ihm nicht in die Quere dann am besten, ja. Okay, rechts außen, wen hast du auf rechts außen?
Da muss ich kurz überlegen. Jetzt überleg. Ganz kurz überlegen. Sorry an der Stelle. Mir ist leider ein kleiner Fehler unterlaufen auf rechts außen. Ich muss das korrigieren. Natürlich nenne ich Philipp Botzenhardt. Sehr guter Freund von mir. Ich mag ihn wirklich sehr, sehr gern. Leider sehen wir uns viel zu selten. Gestern Abend noch gegen ihn gespielt. Und ja, absolut Nummer 1 auf rechts außen. Botzi. Okay, wen hast du am Kreis, deine Position? Ja, da nenne ich tatsächlich auch tolles Jahr gemeinsam gehabt. Da geht der Wecker los. Macht nichts, alles gut. Alles gut, macht nichts. Das ist tatsächlich der Wecker für den Kleinen. Boah, wen nenne ich da? Ja, eigentlich kann ich da nur einen nennen, tatsächlich. Moritz Zirp. Oh, okay. Spielt er noch in Hüttenberg? Spielt noch in Hüttenberg. Ich habe jetzt auch nur Posts gesehen oder auch Mannschaftsfoto und wo er noch abgebildet war. Ja, Moritz Zirp. Hat, in Gelnhausen hast du mit ihm zusammen gespielt? Ja, genau. In unserem ersten Drittliga-Jahr. Wusste ich gar nicht. Ersten Drittliga-Jahr. Okay. Da einfach die Erfahrung gemacht im Aufstiegsjahr von uns, Saison 14, 15. Würde ich mal sagen, hatte ich ein gutes Jahr, also habe meine Leistung gebracht, beziehungsweise also mein Teil dazu beigetragen zum Erfolg, würde ich sagen. Die Mannschaft generell war super fit, aber oder hat gerade stark gespielt. Und Moritz Zirp dann im ersten Drittliga-Jahr kam aus Dudenhofen 2/Dudenhofen 1, ich glaube, da war der im erweiterten Kader, kam dann nach Gelnhausen mit einem Doppelspielrecht und klar, ne, super Kreisläufer, Abwehr, Hühne und ich fand das Team einfach super. Er hat viel Spielzeit bekommen, muss man sagen, und ich war dann klar zweiter Mann, was auch okay ist, weil er war immer sehr positiv, immer sehr fair, sehr unterstützend. Wenn ich dann die Spielzeit bekommen habe, hat er sich für mich gefreut, genauso wie ich mich für ihn gefreut habe. Und das ist eine Eigenschaft, die schätze ich sehr, die mag ich sehr. Es gibt immer zwei oder manchmal auch drei Spieler auf einer Position. Und natürlich Konkurrenz belebt das Geschäft, das ist vollkommen richtig. Aber am Spieltag sollte das dann alles auch... Genau. Ist ein Teamsport. Ja. Wir sind ein Teamsport, das muss man sagen. Ich hatte vorhin schon gesagt, bei Teutern ist es vielleicht ein bisschen anders manchmal. Aber tolle Erfahrungen mit ihm gemacht, auch... Guter Junge. Ja, aber crazy, also du hast dich so aus der dritten Mannschaft hast dich hochgearbeitet in die erste Mannschaft und er ja im Bundesliga-Kader bei Wetzlar mit dabei gewesen, ne, und schon sauhohe Ansprüche, ne, und du kommst so out of nowhere so ein bisschen, hast dich da hochgearbeitet und dann trefft ihr da aufeinander und bildet dann so ein Team, schon cool. Aber auch viel mitgenommen von ihm. Und trotzdem hat er hat mir auf die Schnauze gehauen, ich habe ihm auf die Schnauze gehauen, alles natürlich im fairen Bereich, aber ja, die Trainingsintensität war damals auch schon da. Ja. Gut, dann danke für die geile Top 7, waren geile Namen dabei, die ich auch kannte. Und genau, jetzt haben wir Stunde 10 fast sogar, wobei, ja, Stunde 5 eher, rum. Und ich würde sagen, damit kommen wir mal zum Ende. Ja. Björn, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Absolut. Ich hab Danke sagen. Freut mich, dass ich bei dir in der Podcast-Reihe dabei sein darf. Das war wirklich, wirklich mega, dass ich dich hier mal besuchen durfte in deinem Büro, wie du es vorhin so schön gesagt hast. Gut, dann war's das. Folge 38 Kabinengeflüster, präsentiert von Green Monkey. Und damit hören wir uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.